Guten Tag, werte Sternenretter, und herzlich willkommen zurück zu SW Kotor 2 Solo Challenge. Warum wir jetzt hier in diesem Startmenü sind, ich wollte euch nur mal zeigen, dass hier jetzt. Ja, hier steht jetzt Kraya. Warum? Man weiß es nicht. Ich wollte es euch nur zeigen, weil das ist mir aufgefallen, als ich das Spiel gestartet habe. Wir laden natürlich das Spiel und es geht natürlich weiter in der Ravager, in dem Vergewaltiger, den wir jetzt auseinandernehmen wollen. Der ist sowieso schon total lidiert. Und jetzt wollen wir noch ein paar Sprengbomben anbringen, um ihn richtig zu zerstören, richtig zu vergewaltigen, richtig zu ravagen. Das ist noch eine Sicherheitstür, die wir noch gar nicht geöffnet haben beim letzten Mal. Dann müssen wir sie eben mit dem Lichtschwert öffnen, wenn unsere Fähigkeit zu niedrig ist. Zack. So. Ich habe übrigens... Ah, sehr schön. Das Mikrofon ein bisschen umgestellt. Ich schätze mal, man hört es relativ deutlich. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Das muss ich mir gleich mal im nächsten Part angucken. Auf jeden Fall geht es, wie ihr schon sicherlich gemerkt habt, in Richtung Ende zu. Beziehungsweise auf jeden Fall... Waren wir noch nicht? Waren wir doch schon überall, oder? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall... Ja, so langsam kommt das Ende näher. Sagen wir es mal so, hier waren wir noch nicht drin. Oder sind die Türen jetzt alle nur... da ist noch was. Da war doch gerade was. Naja. Es geht, wie gesagt, in Richtung Ende zu. Also, ich denke, das ist relativ offensichtlich. Wir sind jetzt hier in der Ravager. Das ist das Schiff, was uns durchgängig verfolgt hat. Jetzt können wir unserem Feind entgegentreten, den wir noch nie gesehen haben, persönlich. Ich schätze mal, hier geht es weiter. Ah ja, noch ein paar Elite-Trooper. Übrigens ist dieses Lebensfeld extrem unnötig. Also irgendwie bringt es mir gar nichts. Ich habe jetzt wieder vergessen. Es ist eine neue Aufnahme, da muss ich erstmal wieder reinkommen, okay? Ich muss ja meine Fähigkeiten richtig nutzen. Davon habe ich noch mehr. So, sehr schön. Very, very nice. Disruptor-Handschuhe haben wir schon. Was haben wir hier? Bindusband. Schadensimmunität. Nö, ich behalte mal den Reif der Hallo? Hallo, Taskbar. Nagai Kampfhandschuhe haben wir. Ich glaube, die hatten wir noch nicht, oder? Stärke 2, ja. Ich glaube, die sind sogar besser, die Oslux-Handschuhe. Ich glaube, die sind ganz gut. So, jetzt heilen wir uns erstmal kurz. Zack. Speichern kurz zwischen und gehen wohin? Auf die Brücke. Ich glaube, jetzt kommt ein kleiner Showdown. Wir werden sehen, was kommt. Zur Brücke. Okay. Bisher noch nichts Besonderes. Ich schalte schon mal mein Machterleuchtung. Ach, hallo Taskbar, schon wieder. Machterleuchtung schon mal an. Ja, habe ich mir fast gedacht. Hab ich mir doch fast gedacht. So, dass hier noch ein paar Gegner auf uns warten. Wäre ja auch zu einfach gewesen, wenn nicht. Ich hoffe, das Spiel ist nicht laut. Ist nicht zu laut, aber mir kommt im Moment alles so laut vor. Denn ich glaube, die Kämpfe sind generell immer extrem laut. Ja, das ist jetzt die kleine Umstellung, ne? Du hast dich so am Ende des Let's Plays mache, aber egal. Ich mache es, weil es mir Spaß macht. So, kommen wir hier durch. Nein, wir müssen das Lichtschwert wieder benutzen. Zack. Okay. Nichts? Nichts? Ah, hier ist noch ein Spind. Hätte ich ja fast übersehen. Ist aber auch dunkel hier, ne? Naja. Komischer Raum. Jetzt haben wir auf der anderen Seite wahrscheinlich nochmal so einen symmetrisch aufgebauten Raum wie hier drüben. Aber der hat keine Sicherheitstür. Aber dafür viele Gegner. Macht Erleuchtung. Tschu! Und Speed Hacks. Eine Schwäche wird offenbar. Ihr seid kein Gegner für uns. Ich werde ihn lehren zu sehen. Sehr schön. Eine Schwäche wird offenbar. Oh, Level Up für uns. Ich freue mich. So spät noch. Welches Level sind wir überhaupt? Level 8 werden wir jetzt. Fähigkeiten. Tja, gehen wir nochmal überreden. Ich weiß nicht, was uns das noch bringen sollte. Bewusstsein ist, glaube ich, gar nicht mal schlecht. Oh, Verletzung heilen ist, glaube ich, schlauer. So. Kräfte. Brauche ich eigentlich auch nichts mehr. Ich glaube, ich habe eigentlich schon insgesamt alles gut aufgewertet. Noch mal ein bisschen Kampfmeditation. Ja, wir sind Level 8 jetzt geworden. Sehr schön.
paar Überreste. Was? Slave Master Betäubungskarabiner? Kannst du den tragen? Slave Master. Der Sklavenmeister halt, ne? Wo ist er denn? Da. Schaden 1. Was? Attributsschaden? Ich behalte den mal. 3 bis 14 und 7. Den behältst du mal. Irgendwie kommt mir der besonders vor. Gut, hier haben wir noch eine Tür und noch mehr Assist-Trooper dahinter. Dann machen wir wieder unsere Kampfmachterleuchtung an. Und Speed-Hacks und Lebensfeld. Oh, what? Dunkle Jedi haben wir hier. Du kleine Sau. Ach, guck mal, das waren sogar zwei. Der eine war nur die ganze Zeit in Stase. Zack. Wir metzeln hier ziemlich gut durch, muss man sagen. Ich heile nochmal kurz. Denn unsere Begleiter haben ein wenig Schaden erlitten. Habt ihr denn was dabei gehabt? Not really, ne? Not really. Was? Ist da drüben was? Großer Spind. Aha. Kryobahn-Granate. Okay. Dann gehen wir mal hier rüber. Ah, hallo. Ach, der eine Dunkle hier, die kämpft jetzt für uns. Cool. Weil ich hier die Machtüberredung eingesetzt habe. Wusste ich gar nicht, dass es geht. Aber schön, dass man das jetzt auch erfährt. Sehr gut. So. Der dunkle Jedi. Du wirst ja sowieso gleich wieder böse, ne? Warten wir mal kurz ab. Oder ist der jetzt freundlich für immer? Freunde für immer! Naja, warten wir mal einfach mal ab. Nee, er ist jetzt wieder böse. Mann, du hättest, wenn wir beste Freunde werden können. Du Arsch. Mensch. Mit diese undankbaren Leute, hier ist doch bestimmt auch irgendwas. Genau, ein großer Spind. Sogar zwei. Oh mein Gott, zwei große Spinde. Sehr schön. Noch ein großer Spind. Oh, ich könnte jetzt gar nicht gucken, was es ist. Und noch ein großer Spind. Gesundheitspaket. Können wir das anziehen? Ja, aber es bringt nicht wirklich viel. Mal kurz zwischenspeichern. Ja, kommt mir so vor, als würden wir hier von Raum zu Raum einfach uns durchkämpfen müssen. Ich heile gleich noch kurz mal hoch. Moment. So. Visas hatte nämlich ein bisschen Schaden. Ist das Betten? Nee, oder? Nee. So Werkbänke oder sowas. Ganz komisches Schiff. Diese Tür führt zur Brücke und zu meinem früheren Meister. Das ist die letzte Gelegenheit, noch einmal eure Kräfte zu sammeln. Gib mir einen Moment Zeit, um meine Kräfte zu sammeln. Okay, dann wollen wir erstmal alle Buffs raushauen, die wir haben. Energieresistenz. Machtrüstung. So. Noch speichere ich erstmal. Das Energieschild an. Ja. Energieschild an. Mein Leben gehört euch. Schild an. Ich hoffe, das reicht fürs Erste. Ach du Scheiße. Ach du heilige Scheiße. Wie können die überhaupt hier atmen? Steht der da vorne? Ja, das tut er. Guckt sich das Spektakel an. Okay. Seid ihr bereit? Oh, hallo Taskbar. Schön, dich zu sehen. Ich schalte mal kurz auf die Einzelgegnerform um. Genau. Los geht's. Was? Ich bin gekommen, freiwillig. Visas hat damit nichts zu tun. Nein, tut ihm nichts. Ich bin es, die euch verraten hat. Ich bin es, die leiden sollte. Ich werde zu euch zurückkehren. Aber bitte, tut ihm nichts. Nicht das, was ihr mir angetan habt. Ich flehe euch an. Hm.
Vielleicht seid ihr Mensch genug, um euch an Verrat zu erinnern? Ich weiß jetzt nicht, was es bedeutet hat. Ob das jetzt böse war. Kreia hat euch belogen. Es gibt hier keine Jedi. Ihr spürt es. Ganz komisches Wesen. Wenn ihr eure Macht hier nutzt, verausgabt ihr euch und ihr werdet verletzt. Selbst jetzt verzehrt euch der Hunger, wie es Kreia vorausgesagt hat. Wie ist der Darth Nihilus? Shit! Machterleuchtung. Hau ihn rein! Hau ihn rein! Okay, wir machen guten Schaden. Oh, der macht aber echt auch guten Schaden. Er hat keine Chance! What? Er ist zu stark. Das stimmt doch gar nicht. Bleib bei mir, Visas. Wir können ihn aufhalten. Irgendwie. Ich werde es versuchen. Okay, weiter raufhalten. Erstmal wieder Machterleuchtung. Und hau ihn um. Hau ihn um. Los. Oh ja, jetzt wird er aber sterben. Oh ja, der wird jetzt aber richtig zerstört. Zack. Wir haben es geschafft. Nihilus ist tot. Was tut ihr? Ich muss sie sehen. Mit der Macht und mit meinen Augen. Was zur Hölle macht ihr da oben? Wir müssen runter von diesem Schiff, sofort! Wenn es euch Frieden bringt, Visas, dann tut es. Was habt ihr gesehen, als ihr ihn angesehen hat? Einen Mann, sonst nichts. Ihr seid jetzt mein Meister. Und ich folge euch, wo immer euer Weg hinführt. Mein Weg ist zu Ende. Sehr schön, dann folgt mir. Was war das denn? Warte mal kurz. Ruben ist dunkle Jedi Meisters Kristall Kaibua und sein Lichtschwert. Der Kampf war leichter als gedacht. Haben wir das Spiel jetzt durch? Das kann eigentlich nicht sein. Das war zu einfach. Viel zu einfach. Da wird noch irgendwas kommen. Was Großes. Ich weiß nicht was. Es ist auf jeden Fall noch nicht vorbei. Wir müssen jetzt schnell runter von dem... Oh, ich laufe gegen eine Wand. Wir müssen schnell runter von diesem Schiff, damit wir nicht zerbombt werden von den Protonenraketen oder wie das hieß. Meine Güte, ich gehe ja falsch. Was ist denn das für ein komisches Schiff? Ist total komisch aufgebaut. Machen wir erstmal wieder Rittergeschwindigkeit um. Überreste. Rittergeschwindigkeit. Los. Oh ja, jetzt rasen wir aber durch hier. War eine sehr gute Idee, dass wir das geskillt haben. So, jetzt schnell wieder runter hier. Ja, ist mir jetzt egal, dass da noch irgendwas liegt. Wir müssen noch einen Sprengsatz scharf machen. Hier liegen überall noch Überreste rum. Okay, wo war die Protonenrakete? Die war doch hier drüben irgendwo, oder? Ich meine zumindest. Hier und dann irgendwie links. Oder war die weit. Die war hier unten, ne? Ja, beim Wartungsbereich war die. Wie kriegen wir die da raus? Ist die Frage.
stand da nicht, dass wir irgendwie das lösen müssen an der Brücke? Moment. Ich gehe nochmal kurz zurück. Haben wir da was übersehen? In Zweifel ja, aber... Ich gehe nochmal kurz zurück. Moment. In unserer Rittergeschwindigkeit sind wir ja schnell unterwegs. Es müsste hier ein Terminal geben, was ich übersehen habe. Die Brücke, ja. Gehen wir nochmal dahin. Also ein Terminal für die Protonenrakete. Dass die in scharf gemacht wird, dass wir sie rausnehmen können. Ich muss mich gerade ein bisschen an der Karte orientieren, weil das so dunkel ist hier. Schau mal hier links. Hier sind überall Terminals. Hier stehen sogar noch Leute. Nihilus Sklave. Ich glaube, die sind alle so mental zerstört, dass sie sowieso keine Hilfe mehr bekommen können. An sich müsste hier noch irgendwo ein Terminal stehen, was wir benutzen können. Sklave von Nihilus. Dieser Mann starrt dich mit leerem Blick an. Er sieht halb tot aus. Also hier gibt es anscheinend nichts mehr. Dachte ich ehrlich gesagt, dass hier noch was wäre. Aber es gibt ein Problem. Einer der Kerne ist beim Kampf mit Sith-Soldaten explodiert. Du musst also einen neuen finden oder bauen, wenn du die Ravager zerstören willst. Ich gehe nochmal runter. Bin gerade ein bisschen verwirrt. Ein bisschen verwirrt bin ich. Was wir jetzt noch zu tun haben. Also an sich müssen wir natürlich, mir ist schon klar, wir müssen noch diesen einen Protonenkern finden. Beziehungsweise aus dieser Rakete rausziehen, aber... Wie? Ich dachte, da stand, dass wir was aus der Brücke, dass in der Brücke irgendwie ein Terminal wäre. Aber das scheint ja offensichtlich nicht so zu sein. Wir laufen nochmal kurz zu dem Protonenkern hin. Mal kurz Ruttergeschwindigkeit an. Wo ist es denn? Da. Oder Meistergeschwindigkeit, Entschuldigung. No offense. So. Hier müsste es gewesen sein, ne? Hier und dann links. Na. Und dann hier rein. Raketenschacht. Dieser Protonenkern ist eingerastet und kann nicht entfernt werden. Du musst eine Konsole für den Raketenschacht finden. Wo? Hier ist doch eine Konsole, aber die können wir nicht nutzen. Da! Verriegele die Raketenschächte. Raketenschächte wurden geschlossen. Aktiviere Startsequenz. Töne Raketenschächte reagieren nicht. Torpedo-Notprogramm aktiviert. Überbrücke Notfallsequenz. Sicherheitsprotokoll deaktiviert. Rakete ist startbereit. Das heißt, wir können sie jetzt rausnehmen. Dieser Protonenkern kann gefahrlos entfernt werden. Protonenkern entfernen. Du hast den Protonenkern aus dem Raketenschacht entfernt. Sehr gut. Wo ist der letzte Platz, wo wir das noch hinlegen müssen? Bombenposition 4, das wird sein. Alles klar. Wobei ich nicht genau weiß, ob wir das chronologisch gemacht haben. Wir müssen auf jeden Fall hier rum. Ich meine zumindest, dass wir es so getan haben, also chronologisch alles abgelegt. Und hier nach links oben. So. Das ist der letzte Kern, das heißt, die Nihilus oder das Schiff von Nihilus wäre dann zerstört. Und hier muss doch nichts hin. Moment. Jetzt kannst du die letzte Ladung anbringen und das Schiff zerstören. Wo muss denn die letzte Ladung hin? Also. Wir haben ja eins. Zwei. Da wahrscheinlich. Da muss das letzte Ding hin. Zur Bombenposition 3. Tut mir leid, dass es gerade so ein bisschen lange dauert. Wir machen eine kleine Überlänge raus. Keine... Hallo? Keine Überlänge, damit es ein bisschen kompensiert. Hier müsste es doch sein. Da drüben. Am Ende des Ganges. Ihr habt einen der Zielpunkte erreicht. Platziert den Protonenkern, macht ihn scharf und gebt das Signal, Mandalore. Protonenkern scharf machen. Wir haben das Signal empfangen, Mandalore.
Der Protonenkern ist aktiv. Das war der letzte Mandalore. Wir warten auf euren Befehl, das Schiff zu zerstören. Verschwinden. Bis bald. Okay, dann müssen wir noch schnell raus. Das machen wir auf jeden Fall noch. Das Rauslaufen. Ritter, Meistergeschwindigkeit, los geht's. Meine Güte, das war jetzt echt eher Krampf als Kampf, muss man sagen. Hallo? Wieso bleibt der denn manchmal stehen? Oder habe ich da wieder eine Wand übersehen? Oh, der Rhymes! Auf jeden Fall müssen wir hier lang. Ich sehe gerade nur schwarz. Aber es liegt doch daran, dass die Sonne ein bisschen auf dem Bildschirm scheint. So, ich glaube, wir sind jetzt da. Ich würde aber sagen, ich glaube, hier ist der Shuttle, genau. Ich würde sagen, ich bedanke mich erstmal fürs Zugucken. Kleiner Überlänge-Part ist wirklich jetzt schon übertrieben zu sagen, dass es Überlänge ist, aber egal. Ich bedanke mich fürs Zugucken, wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit. Bis zum nächsten Mal und wie immer, bye bye. Yeah.